So, da bin ich wieder. Folge 3 von Next Ramas. Der dritte Boss steht an, und zwar Mexna. Mexna ist eine riesige Spinne. Der erste Flügel ist ja immer bekanntlich relativ einfach. Fangnetz. Oh, hätte ich gerade Bock, World of Warcraft mit Next. Das wäre doch mal was. Wenn jetzt gerade Patch 6.2 rauskommt, da gibt es ja diese Timewalker Dungeons. Bitte auch mit Schlachtzügen und Nexramas. Das wäre so affenhart geil, Nexramas nochmal zu erleben. Aber das so am Rande mal. So, was hat die Fangnetz? Feindlichen Diener auf die Hand aus. Könnte schwierig werden. Was nehme ich denn da für ein Deck? Was spiele ich denn da? Was spiele ich denn da? Mechmage vielleicht mal? Ich glaube, ich versuch's mal mit dem Mechmage. Jaina gegen Mexna. Mehr als auf die Fresse fallen können wir ja nicht. Ihr habt es so gewollt. Oh, nicht so geil. Spider-Tank ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, hier habe ich sogar zweimal, oder? Auf Signo. Gucken wir mal. Drei Mana kostet der Schwachsinn. Dank ihres Gifts werdet ihr einen relativ schmerzlosen Tod erleiden. Okay, Tusat. Halt's Maul! Mit dem Mechmage zu spielen. Netzleber, Igitt. Na gut, er wird mich, glaube ich, eh nächste Runde traden. Gehe ich mal stark von aus. Ich könnte ihn auch silencen, aber ich könnte ihn auch einfach wegballern. Was sagst du dazu? Kriegt da irgendwo ein Wild hier auf die Hand. Na, was spielt er jetzt aus? Für einen Quark? Das Schemen. Damit kann ich leben. Den Spider-Tank werde ich jetzt mal ausspielen. Und mit dem Fireball habe ich 7 Mana. Ich spiele den Spider-Tank. Ist eigentlich immer gut. Vernichtet einen Diener. Sackgesicht. Verdammtes Sackgesicht. So viel 4-2er-Minion habe ich nicht. Ich würde ihn eigentlich gerne loswerden. Könnte den Fireball in die Fresse reinballern. Trade ich ihn? Ich habe kein Zweier-Minion, das ist das Problem. Doch die Eule. Ich könnte ihn doch einfach silencen. Ich glaube, das mache ich sogar. Silence ihn einfach mal, um noch was draußen zu haben. Kaiserkobra, um Gottes Willen, das wird ja immer beschissen, ne? Ah, das ist ja nicht ganz gut, dass die kommen gerade. Buschfeuer werde ich mal ausspielen, dann könnte ich beim nächsten Mal 7 Damage auf dem Feuerball machen. Glaube, das mache ich sogar. Will ich die weghaben? Ja, will ich. Noch eine Kaiserkobra, du willst mich wohl verarschen. Haunted Creeper. Haunted Creeper. Oh, ein Frostbolt, sehr schön. Zwei. Hätte ich noch 4 Mana übrig. Das mache ich sogar, glaube ich. Den Frostbolt. Tschüss. Und dann spiele ich den Fireball. Eigentlich gar nicht mal so schlecht aus mit dem Mechmage. Ein Meeresriese? Mexna! Diese Karte war nicht auf der Liste, die ich genehmigt hatte. Mexner bescheißt ein bisschen. Aber gut, kommt vor. 8, 8er. 3. Spider-Tank. Der Shredder ist eigentlich immer eine gute Wahl. Ernte Golem.
bleibt mal weiter auf dem Face, weil eigentlich hat er seine Sache gedient. Mehr kann ich mit dem eigentlich nicht machen. Nein, Maxner selbst. Das wird natürlich jetzt nervig. Ich hätte ihn doch traden sollen. Ein Flamestrike, sehr schön. Den werde ich natürlich sofort ausspielen. Es reicht aber nicht. Es reicht nicht. Tschüss. Und tschüss. Nein! Warum kriege ich denn einen Mana-Geist? Was soll ich denn damit? Und weiter aufs Face. Der Gargoyle hat ihn aber auch mehr gekostet. Ja, trade ihn mal. Sehr schön. Danke, Herr Kollege. Oh, der Goblin-Sprengmeister. Das war nice. Den Spider-Tank noch ausspielen. Das sieht doch ganz gut aus, dass der Boss auch funktioniert. Ja, mit dem Gargoyle. Wie bezeichnet man einen Spieler, dessen Diener gerade eingesponnen wurde? Ah, deine Klappe. Maxen hast eh gleich erledigt, du kleiner Sack, du. Ah, mit dem Mechmage hat es echt gut funktioniert. Die Micro Machine. Alles raus, ausverkauft. Und dann haben wir die Partie auch gewonnen. Ja? Mit Mechmage funktioniert es eigentlich ganz gut. Unmöglich! Dieser Kampf ist noch nicht vorbei, sterblicher Winzling. Okay, ersten Flügel nochmal gesäubert. Ist halt auf normal kein Problem. Ich weiß nicht, ob ich Heroic mal spielen werde. Ich werde sicherlich mal ausprobieren, aber erst, wenn ich dann mal ein besseres Internet habe. Ich mache hier einen Cut. Das war's mit dem ersten Flügel von Next Realmers. Achnaridenviertel haben wir abgeschlossen. Und nächste Folge ist es für mich tatsächlich Neuland. Solchen Viertel, da gibt es 3 Karten, die ich gerne haben würde. Der Schlickspucker, eigentlich sind die alle 4 gut. Lothab und der Unstable Ghoul und der Steinhaut Gargoyle würde ich gerne in meinem Priesterdeck haben, weil der funktioniert eigentlich ganz gut. Schauen wir mal. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.